So, dann setzen wir fort mit Tagesordnungspunkt 14, zweiter Dresdner Gleichstellungsaktion Dresden. Und da haben wir ein breites Potpourri an Wortmeldungen. Zunächst aber gibt es einen Ergänzungsantrag der CDU, der an dieser Stelle eingebracht werden könnte in der Fraktionsrunde. So, dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde, beginnen mit Bündnis 90 Die Grünen, Herr Gröber, nein, verzichtet. Fraktion Die Linke, Frau Barkow, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben jetzt hier den zweiten Dresdner Gleichstellungsaktionsplan vorliegen. Dieser verfolgt das Ziel, tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in den benannten Bereichen, in einigen Bereichen zu erreichen und formuliert dafür einige Ziele und Maßnahmen. Ich möchte dabei zwei Aspekte aus dem Aktionsplan herausgreifen zum Thema Erwerbsarbeit und die Rolle der Landeshauptstadt als Arbeitgeberin. Denn wenn wir uns die Beschäftigtenstruktur innerhalb der Stadtverwaltung anschauen, so ist das Verhältnis von Männern und Frauen seit Jahren in etwa gleich. Ungefähr 60% der Beschäftigten sind weiblich, ungefähr 30% sind männlich. Schauen wir nun aber auf die Führungsebenen, so sieht das schon ganz anders aus. Auf der Ebene der Abteilungsleitungen, also der höchsten Hierarchieebene gleich unter den Beigeordneten, beträgt der Frauenanteil lediglich 31%. Wir sehen hier also die Diskrepanz. Da der Frauenanteil insgesamt sehr hoch ist, kann es also nicht daran liegen, dass zu wenig Frauen vorhanden wären. Vielmehr muss die Ursache darin liegen, dass auf dem Weg in höhere und damit auch besser bezahlte Positionen mit mehr Einfluss Frauen verloren gehen und Männer offenbar viel häufiger aufsteigen oder auch bei Stellenbesetzungen für Leitungsfunktionen bevorzugt werden. Dieses Bild haben wir im Übrigen nicht nur in der öffentlichen Verwaltung. Es gleicht sich in allen Branchen, denn es gibt keine Branche in Deutschland, wo das Geschlechterverhältnis der Gesamtbelegschaft sich in der Führungsebene widerspiegelt. Wir haben es also ganz offenbar mit einem strukturellen Problem zu tun und nicht mit persönlichen Einzelentscheidungen. Daher muss die Beseitigung dieser Ungerechtigkeit ebenfalls auf der strukturellen Ebene erfolgen. Da wir hier auf der kommunalen Ebene aber leider keine klaren gesetzlichen Vorgaben oder Ähnliches machen können, müssen wir uns darauf beschränken, eigene Verfahren zu verfeinern, weiterzuentwickeln, Verhaltensweisen, Gewohnheiten oder auch Zuschreibungen aufzubrechen. Ein in dem Aktionsplan formuliertes Ziel ist dann eben auch, dass die Stadt genau dieses Problem angeht und darauf hinarbeitet, dass eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern auf allen Ebenen, auch in der Führungsebene, erreicht werden. Es geht hier um eine ungleiche Verteilung von Verantwortung, Einfluss, aber natürlich auch Geld. Und in dem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, dass der Gender Pay Day, also der Tag im Jahr, bis zu dem Frauen statistisch gesehen unentgeltlich arbeiten, aufgrund der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, gerade mal 2 Wochen her ist. Er fiel auf den 7. März. Für diese Lohnlücke gibt es verschiedene Ursachen. Eine davon ist eben auch die ungleiche Verteilung von Führungsebenen. Ein zweites Thema ist die Arbeitszeit. Auch in der Stadtverwaltung ist das Thema Teilzeit ein Frauenthema. 85% der Teilzeitbeschäftigten sind weiblich. Leider ist es aber nicht so, dass die Frauen früher Feierabend machen und sich danach ihren Hobbys widmen, sondern in aller Regel widmen sie sich danach der unbezahlten Care-Arbeit und der unbezahlten Hausarbeit. Denn nach wie vor übernehmen Frauen viel mehr Verantwortung bei der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen und verrichten auch deutlich mehr Hausarbeit. Um also Zeit für diese unbezahlte Tätigkeit zu haben, treten sie im Job kürzer. Auch das führt zu einem deutlich geringeren Erwerbseinkommen von Frauen. Diese ungleiche Verteilung von unbezahlter Arbeit zwischen Frauen und Männern greift der Aktionsplan ebenfalls auf und beschreibt hier Maßnahmen, die verschiedene Vorgehensweisen vorschlagen, vor allem aber auch darauf abzielen, Männer zu motivieren, mehr Gebrauch von den gesetzlichen Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zu machen. Diese Ziele sind absolut richtig,
und die Erreichung dieser Ziele ist auch notwendig, um Gerechtigkeit herzustellen. Leider mangelt es dem Aktionsplan an Sanktionsmöglichkeiten, sodass die Umsetzung der Maßnahmen, die wir als Linksfraktion begrüßen und auch befürworten, dann letztlich doch in den einzelnen Geschäftsbereichen viel zu leicht ignoriert werden kann. Ja, alles in allem unterstützen wir den Aktionsplan, unterstützen auch die Ziele, die hierin formuliert sind und auch die Maßnahmen, die angegangen werden sollen und erwarten auch, dass die Maßnahmen tatsächlich auch umgesetzt worden in den jeweils beschriebenen Verantwortungsbereichen, um damit die Gleichstellung, die tatsächliche Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene zu erreichen oder zumindest ein Stück näher zu kommen. Vielen Dank. So, dann setzen wir fort in der Fraktionsrunde CDU-Fraktion, Frau Arnert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, liebe Stadträtinnen, liebe Bürger, ich würde mich auf das konzentrieren, wofür wir als Stadt wirklich zuständig sind. Und da sind wir aus meiner Sicht noch ein ganzes Stück weit vorwärts gekommen. Das signalisiert auch der Abschlussbericht, über den in der Vorlage gesprochen wird. Und wir haben eine ganze Menge Weiteres vor, wo wir als Stadt ansetzen können. Wir haben ursprünglich mal im Jahr 2012 die Europäische Charta für die Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene verabschiedet. Und dann im September hier hat Frau Oros das Ganze unterzeichnet. Wir sind große Schritte vorwärts gekommen in der Frage Gleichstellung von Männern und Frauen. Und wir gehen ein ganzes Stück weiter, weil wir reden nicht nur über Gleichstellung von Männern und Frauen, wir reden über Diskriminierungsfreiheit, wir reden darüber, entsprechende Förderungen vorzunehmen. Und es ist auch wichtig, dass wir entsprechend Frauen fördern, dass wir in allen Gebieten geschlechtsspezifische Angebote vorhalten, dass wir eben auch schauen, wie es der Aktionsplan vorsieht, dass wir in ganz typischen Frauenberufen eben auch Männer werben, dass wir Erzieher finden, dass wir vielleicht auch mal nicht komisch schauen, wenn wir in ein Vorzimmer kommen und dort eben nicht die Sekretärin, sondern einen Sekretär sitzen haben. Es geht um vieles mehr mittlerweile. Es geht um Fragen der Integration, es geht um die Einbindung von Menschen mit Behinderung. Wir müssen all diese Themen sowohl fachübergreifend als auch thematisch übergreifend betrachten und Vernetzung und als Querschnittsaufgabe, das ist für uns ganz wichtig. Ich will an dieser Stelle den Änderungsantrag der CDU einbringen, weil mit Blick auf, wir wollen alle Menschen erreichen und es ist uns ganz wichtig, dass wir insbesondere im Kapitel Kampf gegen Stereotype darauf achten, dass wir auch eine Sprache verwenden, die eben für alle auch gut verständlich ist, dass sie barrierefrei ist und dass sie jeden anspricht. Und deshalb zielt unser Antrag darauf, Acht zu geben, dass eben die Empfehlungen der deutschen Sprache für die Rechtschreibung eben auch berücksichtigt werden. Wichtig, sowohl was die Kommunikation intern angeht, als auch alles, was nach außen geht. Es geht nicht darum, die klassische leichte Sprache, aber eine einfache Sprache zu verwenden. Entscheidend an diesem Aktionsplan ist, dass man sich Ziele setzt und nicht Ergebnisse setzt, dass man in all diesen einzelnen Punkten abrechenbare Aspekte formuliert, strukturiert, feststellt, an welchen Punkten kann man noch besser werden und da kann man ganz sicher an vielen, vielen Stellen noch besser werden und wenn man das in Einzelpunkten sich genau anschaut und so strukturiert durcharbeitet, dann hat man auch tatsächlich alles im Blick. Herzlichen Dank. Wird SPD das Wort gewünscht? Nein. FDP das Wort gewünscht? Nein. Dann sind wir bei Freien Wählern, Freien Bürgern. Herr Liebmann.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Fraktionskolleginnen haben mich gebeten, zu dem Thema zu sprechen. Ich möchte zunächst der Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming meinem herzlichen Dank übermitteln für die engagierte Fleißarbeit, die in der Vorlage steckt. Die zweite Vorbemerkung, ich finde es in Ordnung, dass die Themen Gender Mainstreaming, Frauenförderung, Gleichstellungsarbeit und Antidiskriminierung in ein Dokument zusammengeführt worden sind. Das ist in Ordnung und ich glaube, viele Themen überschneiden sich und sollten auch insoweit behandelt werden. Ob allerdings die Erwartungen erfüllt werden, die, wie im Vorwort ausgeführt, Intensivierung bürgerlichen Gemeinsinns, Abbau von Stereotypen, Diskriminierung absenken, die Erhöhung von Weltoffenheit und Demokratie, da habe ich, wie gesagt, gewisse Zweifel oder da haben wir gewisse Zweifel. Leider ist diese Vorlage schon sehr lange unterwegs. Der Zeitraum umfasst ja 2021, 2022 bis 2026. Hier im Stadtrat gab es auch keinen Antrag, die Vorlage vordringlich zu behandeln. Sie ist dreimal vertagt worden. Das ist ein Stück weit bedauerlich und ich hoffe, dass es nicht ein Fingerzeig auf die Wertung und die Wichtigkeit in diesem Gremium ist. Allerdings, und das ist richtig, gibt es in dieser Stadt, in diesem Land und in der Welt noch andere Probleme, die mit einer gewissen Gewichtung auch hier in diesem Haus besprochen worden sind. An diesem Konzept gibt es drei generelle Kritikpunkte aus unserer Sicht. Viele Maßnahmen bzw. Ziele, also Maßnahmen sind umgesetzt bzw. Ziele sind erfüllt. Wir haben das im Ausschuss auch entsprechend angemerkt. Die Kommentierung war, ja, wir wollten es wegen der Vollständigkeit diese mit aufgenommen haben. Die Gleichstellungsarbeit wird ja in der Landeshauptstadt nicht erst seit 2012 durchgeführt, sondern bereits Anfang der 90er Jahre gab es eine sehr engagierte Gleichstellungsbeauftragte, die das Thema und dieselben Themen bereits zum damaligen Zeitpunkt vorangebracht hat. Der zweite Kritikpunkt, viele Dinge sind gesetzlich schlicht und einfach vorgegeben und sind, wenn es die Verwaltungsarbeit angeht, schlicht und einfach umzusetzen. Dort noch mit Unterzielen zu arbeiten, halten wir für problematisch. Ich komme da noch bei den Beispielen konkret darauf. Der dritte Punkt ist die Prioritätensetzung. Dort haben wir in der Mischung der einzelnen Themen ein Problem, wenn verschiedene Themen mit hoch bzw. sehr hoch gewichtet werden. Auch das würde ich kurz noch erwähnen. Ja, 38 Seiten Vorlage sind der Versuch, alles Denkbare zu erfassen. Und wichtige Handlungsansätze, die vielleicht vordergründig sind, gehen bei dieser Gelegenheit ein Stück weit unter. Und insoweit wäre es wünschenswert, wir hätten eine etwas defizitorientierte Vorlage, die auf wenige Punkte eingeht, die man auch sehr genau abrechnen kann und genau hingucken kann. Aber auf 38 Seiten gehen viele Maßnahmen unter bzw. sind unterbelichtet. Beispiel, die ich nennen möchte. Ja, Hinweis auf gemischtgeschlechtliche Betreuungsteams in der Kinder- und Jugendhilfe, ein Thema, was seit vielen, vielen Jahren in den Fachstandards verankert ist, im Jugendhilfeplan verankert ist. Wenn es noch nicht überall umgesetzt ist, dann liegt es einfach an der Verfügbarkeit der Fachkräfte, jedenfalls nicht am Willen der Akteure. Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention als ein Beispiel für die Wichtung. Sie ist mit Priorität hoch eingeordnet, im Gegensatz dazu die Intensivierung der verwaltungsinternen Anwendung des Genderchecks unter Einbeziehung der LSBTIQ-Perspektiven wird hingegen mit sehr hoch eingestuft. Das wirft Fragen auf, wie kommt es, dass die Umsetzung einer UN-Behindertenrechtskonvention tiefer eingestuft wird als letzteres. Außerdem dürfte die Perspektive sehr inhomogen sein, die aus dieser Gruppe kommt und von daher dürfte die Umsetzbarkeit so einfach nicht möglich sein. Die Beteiligung an europäischen Protesttagen ist sicherlich gut und richtig. Allerdings als Verwaltungsauftrag etwas problematisch. Meine Zeit ist noch nicht ganz um. Nee. Wir haben als Ziel, um das auch als Beispiel noch zu benennen, der gleiche Zugang und gerechte Ressourcenverteilung, zum Beispiel gesellschaftlicher Teilhabe und persönlicher Entfaltung. Das ist als Ziel formuliert, sehr abstrakt.
die Aufgabe, die sich daraus ergibt und umsetzbar sein soll, ist die Entwicklung und Fortführung konkreter Maßnahmen zur verstärkten Einbeziehung und Unterstützung bestimmter Zielgruppen bzw. in öffentlichen Bibliotheken der Stadtplanung und im Jobcenter. Ja, ich weiß nicht, wie so eine Aufgabe dann am Ende abgerechnet werden kann. Artikel 11, Hinweis, Verbesserung der Work-Life-Balance, ist sehr wünschenswert, aber kontextlos in diesem Zusammenhang. Ich weiß nicht, wie sowas dann am Ende bewertet werden kann und als abgerechnetes Ziel uns vorgelegt werden kann, 2025. Ja, ich kürze etwas. Wir kommen dann noch zum Thema der gendergerechten Sprache. Dort haben wir natürlich ein Problem, wenn sich das im Verwaltungsumgang so fortsetzt. Nach außen kommuniziert die Landeshauptstadt ja in normaler Sprache, sage ich jetzt etwas flapsig, aber alleine die Verwendung einer geschlechtlichen Doppelbenennung ist schon auch in Satzungsdokumenten beispielsweise problematisch. Kürzlich ist in diesem Haus die Feuerwehrsatzung verabschiedet worden, wenn Sie sich daran erinnern, sie ist nahezu unlesbar und insoweit auch ein Stück weit gefährlich, wenn solche wichtigen Dokumente dann in dieser Sprache abgefertigt werden. Da sollte man nochmal drüber nachdenken und insoweit würden wir bis dahin der Vorlage nicht unsere Zustimmung erteilen. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Dissidenten, Herr Dr. Schulte-Bissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal, liebe Damen und Herren, liebe Mädchen und Jungen, jetzt geht es um Gleichstellung. Frau Arnert hat korrekt gesagt, 2012 hat Dresden die EU-Charta zur Gleichstellung von Mann und Frau, Mädchen und Jungen unterschrieben. Und wie heißt es so schön? Pacta sunt servanda. Man muss also das, was man unterschrieben hat, muss man auch mit Leben erfüllen und man muss danach handeln. Da wahrscheinlich nicht jeder jeden Tag diesen Text liest, habe ich hier mal den Artikel 20 aus der Charta aufgeschrieben. Und sinngemäß steht da, die Landeshauptstadt Dresden erkennt an, dass Frauen und Männer, Mädchen und Jungs, bei Kultur-, Sport- und Freizeitaktivitäten zum Teil in tradierten Geschlechterrollen feststecken. Also Mädchen machen Mädchendinge, Jungs machen Jungsdinge, das haben die schon immer so gemacht. Aber wir haben als Dresden unterschrieben, dass wir das ändern wollen. Und weiter steht in dem Text, den wir alle als Stadtrat hier unterschrieben haben, dem sich Herr Hilbert, die ganze Verwaltung verpflichtet sein muss, steht da. Erstens, dass Mädchen und Jungen gleichen Zugang zu Kultur, Freizeit und Sport bekommen. Zweitens steht da, dass Mädchen und Jungen aktiv zu ermutigen sind von der Stadt, von unserer Institution, gerade die Dinge zu tun in Kultur, Sport und Freizeit, die traditionell als Jungs- oder Mädchendinge angesehen werden. Wir sollen also aktiv Mädchen zum Beispiel zum Boxen und Fußballspielen animieren. Wir sollen aktiv Jungs animieren, vielleicht Eiskunstlauf zu machen oder irgendwas anderes. Wo wir halt denken, das sind halt tradierte Dinge. Und drittens, die Stadt Dresden soll Kultur- und Sporteinrichtungen, also Vereine, Institutionen, anregen, die traditionellen oder tradierten Geschlechterrollen aufzubrechen. Und nachdem jetzt viele was Richtiges gesagt haben, viele auch im Vagen und Allgemeinen geblieben sind, möchte ich auf zwei Dinge, manche ahnen schon, auf zwei Dinge hinweisen, die A, der Stadtrat mittelbar oder unmittelbar in der Hand hat und B, die direkt folgen aus den Dingen, nicht die ich sage, sondern die wir alle, der Stadtrat, unterschrieben hat. Erstens, Fußball. So, wir haben ja mehrere Jugendförderzentren in der Vergangenheit gefordert, die in Wahrheit nur Jungsförderzentren waren. Man hat sogar die Damenumkleide, Mädchenumkleide vergessen. Und das sollte in Zukunft nicht mehr sein. Und da hat der Stadtrat hier ja schon in den letzten zwei, drei Jahren erste Schritte unternommen. Da wir ja hier beschlossen haben, als wir mal Dynamo gefördert haben, als wir mal Borea gefördert haben, dass der Stadtrat die Gabe von Fördergeldern, unseren Geldern, an die Erwartung knüpft, dass in Zukunft Mädchen und Jungs Fußball spielen können. Ich hoffe, dass das bald zu sichtbaren Ergebnissen führt und ich hoffe, dass
wir dann auch sehen, dass wir vielleicht mit der Damenmannschaft in der ersten Bundesliga auch spielen können. Die Herren natürlich auch. Denn natürlich ist es wichtig, Frau Barkow hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass wir ein strukturelles Problem haben. Aber wenn wir natürlich Jungs fördern und die Sachen tun lassen, die dürfen dann mit dem Bus am Wochenende in fremde Städte fahren, die lernen Leute kennen, die sind auf fremden Plätzen, die gewinnen, die haben Erfolgserlebnisse und die Mädchen haben das nicht, das ist nicht gut. Der zweite Punkt ist natürlich ein richtiges Reizthema, aber das ist der Kreuzchor. Wir geben als Stadtrat unendlich viel Geld in den Kreuzchor. Nicht nur das, auch in die Erziehung von Jungs, in die Betreuung von Jungs, in zukünftige Netzwerke von Jungs. Wir ergeben sehr, sehr viel Geld dafür, dass am Ende 18-, 19-Jährige rauskommen, die, Frau Barkow hat es gesagt, eher eine Chance haben, an den Frauen vorbeizukommen. Warum? Weil sie natürlich in der Zeit, wo sie da waren, ganz viele Sachen erlebt haben, die andere oder die Mädchen nicht erleben. Die waren in Südamerika, die waren in Asien, die sind geflogen, die standen auf großen Bühnen, die haben gute Erziehung gehabt und so weiter und so fort. Und deswegen, wir brauchen gar nicht zu diskutieren, Sie brauchen gar nicht zu lachen. Der Stadtrat hat unterschrieben die EU-Charta für Gleichstellung. Wenn Sie das in Zukunft nicht beachten, dann verstoßen Sie gegen Ihren eigenen Stadtratsbeschluss. Und all die wohlfeilen Worte, die hier gefallen sind, sind nichts anderes als Schall und Rauch. Ich freue mich, dass heute eine große Mehrheit dafür ist, dass wir in Zukunft an der Gleichstellung, an der Gleichberechtigung wesentlich weitergehen und dann wir auch vom Stadtrat aus die richtigen Entscheidungen treffen. Dankeschön. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde AfD-Fraktion, Herr Pinkert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum, danke für die positive Reaktion, wenn ich hier vorkomme, freut mich. Dem Herrn Schulte-Wissermann erstmal noch, gehen Sie mal dienstags unten, DSC-Trainingsgelände, sehen Sie ganz viele Frauenfußballmannschaften trainieren. So, Dresdner Gleichstellungsaktionsplan, europäische Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern. Grundsätzlich richtig. Ist ja richtig, dass verabschiedet wurde bei uns. Leider wird das durch die Verwaltung anders gedeutet und umgesetzt. Konzept Gender Mainstreaming soll umgesetzt werden mit eventueller Bevorzugung von Menschen, die sich nicht als Frau oder Mann sehen, was einer Gleichstellung widerspricht. Es wurde sogar ein Verwaltungsfachgremium Gender Mainstreaming installiert. Hier sei auf ein kleines, aber sehr feine Besonderheit hingewiesen. Ja, das habt ihr alle in der Begründung, Seite 6 von 7. In die Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming sind nur Beschäftigte zu berufen, welche entsprechende Genderkenntnisse besitzen und dementsprechende Fortbildung nachweisen können. Sie werden vom bzw. von der jeweiligen Beigeordneten legitimiert und mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Darüber hinaus fungieren die Mitglieder der AG als Ansprechpersonen bei Fragen und Unklarheiten zur praktischen Umsetzung und übernehmen ebenso die Informationsbereitstellung für die einschlägige verwaltungsinterne, verwaltungsexterne Öffentlichkeitsarbeit. Sie berichten des Weiteren jährlich der Verwaltungsspitze über die mittels Arbeitsplan im jeweiligen Vorjahr festgelegten Aktivitäten und instruieren regelmäßig über künftige Vorgaben. Muss ich sagen, das soll den Bürger doch schon interessieren. Das klingt gut, ne? Aber weiter. Ja, also nur Personen, die passend sind auf 100% Kurs. Artikel 6, Kampf gegen Stereotype. Maßnahme, durchgehende Verwendung geschlechterspezifischer Sprache, geschlechtergerechte Sprache. Der Herr Lippmann ist da schon drauf eingegangen, auch andere Vorredner. Wir danken der CDU, wir werden dem Ergänzungsantrag der CDU zustimmen, auch wenn wir der Gesamtvorlage nicht zustimmen können. Aber das ist ja nach außen, zählt nun mal die deutsche Rechtschreibung glücklicherweise. Aber gehen wir weiter in die Anlage, ja? Die ja bindend ist, die Anlage. Dort haben wir Einmischung in Werbung bezüglich Sexismus. Bestes Beispiel, seht mal nach Berlin, was raus wird. Ne? Hier steht direkt drin, Weiterführung des Themenfelds gegen sexistische Werbung über Öffentlichkeitsarbeit. Konsequentes Vorgehen gegen sexistische Werbung und Alltagssexismus.
Da muss ich fragen, was hat denn da auf der komischen bunten Breittram gestanden? Ist das nicht schon stark sexistisch gewesen? Und dann hier sowas wiederum reinzuschreiben, also mit zwei Seiten des Messers. Ja. Danke, Frau Mühle, für die Einwürfe. Ich habe Sie nicht verstanden hinter Ihrem Mundschutz. Ja. Interessant ist auch folgende Maßnahme unter Artikel 6, Entwicklung erster strategischer Ansätze zur Teilzeitausbildung in Ausbildungsberufen. Wollen wir uns jetzt noch in die Ausbildungsberufe einmischen und dort wegen irgendwelcher angeblicher Nachteile irgendwas ändern, weil irgendwelche vielleicht gar nicht die Voraussetzungen, die schulischen, mitbringen? Also da ist doch irgendwas dann doch schon nicht mehr ganz in Ordnung. Und das meine ich, es geht hier einfach nicht mehr um diese Gleichstellung nach der EU-Charta. Hier geht es einfach nur um Umschreiben, um Einmischen, um Aufweichen von Regeln, die in Deutschland gelten. Ja, aber weiter. Ja, wir machen mal was ganz Lustiges, ansonsten reißt ja die Zeit wieder hier nicht. Ne? Und zwar, schön für den Bürger ist folgendes Ziel, ja, Artikel 16, ja, Seite 16, lese ich nur kurz vor, das ist, da freut sich der Bürger echt mit dem Kopfkino. Ne? Also, die Stadt fördert die Gesundheit am Arbeitsplatz unter Berücksichtigung geschlechterdifferenzierter Ansätze. Bereitstellung von verwaltungsinternen zielgruppenspezifischen Schulungsangeboten zum Thema Gesundheit, beispielsweise auch im Zusammenhang mit der Sensibilisierung für die Belange trans- und intergeschlechtlicher Menschen in Bezug auf Gesundheit am Arbeitsplatz. Dankeschön. So, damit wäre die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kämen wir zur Abstimmung. Haben zunächst den Ergänzungsantrag der CDU. Wer dem Ergänzungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 33 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit so angenommen. Und dann würde ich den so angepassten federführenden Ausschussbericht zur finalen Abstimmung stellen. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 22 Nein, keine Enthaltung, damit so beschlossen.